nicht weit weg von deinem Zuhause und vor nicht allzu langer Zeit in Zürich. In einer Zeit, in der noch ein Laternenmann die Lichter der Stadt anzündete, die Menschen mit Pferdekutschen statt Trams auf den Straßen fuhren und nicht große Schiffe, sondern Schiffsleute mit sogenannten Weidlingen die Limmat hinauf zum See fuhren. Hier verbrachten Kinder ihre Ferien, lernten die Natur kennen und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Komm mit auf eine magische Reise durch Zürich, wo jeder Winkel eine Geschichte erzählt und Träume wahr werden. Kamerad, ich nehme den Stab zur Hand und sag dir heute Ade. Lass dich verzaubern, mitreißen und entzücken. Werde auch du Teil dieser Geschichte.